das bin ich. Ach, was soll ich dazu sagen? Die Frauen lieben mich nun mal. Die Vorbereitungen für den ersten Ghostbuster Grand Prix sind in vollem Gange und die Fans sind vor Freude fast wahnsinnig. Es handelt sich hierbei um ein Wohltätigkeitsrennen und jeder der Geistigen wird seinen Preis kennen, dass er eventuell gewinnt, einen wohltätigen Verein spendet. Jeder der Geisterjäger fährt ein Fahrzeug, das auf seinen individuellen Geschmack zugeschnitten ist. Peter Wankman tritt an mit seinem turbinen angetriebenen Fangmobil. Ray Stantz vertraut bei seinem Rayrunner auf Sonnenenergie. Egan Spengler fährt mit seinem computergesteuerten Eigenbau Spengler Speedster. Einem ganz speziellen Slime-Backen, der durch einen besonderen Belag Windwiderstand reduzieren soll. Und zu guter Letzt natürlich Winston Sedmore im altbewährten Ecto 1, den er speziell für dieses Ereignis auf Rallye-Standard gebracht hat. Also, meine Herren, starten Sie Ihre Motoren! Getränke vorhanden, Nachtisch vorhanden. Alles in Ordnung, wir können starten. Die Uniformen müssen auf jeden Fall um 5 Uhr zurück sein, sonst verlieren wir unsere Anzahlung. Hört mal, Jungs, Ecto will endlich etwas zulegen. Also versucht uns einzuholen. Das ist doch überhaupt kein Problem, Winston. Ja, überhaupt kein Problem. Aber erstmal muss ich mich stärken. Naja, wir Geister haben nun mal einen großen Appetit. Also gut, Geisterjäger. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie gut ihr wirklich seid. Noch nie gesehen. Was ist denn los? Lu! Was ist denn los? Oh, was passiert denn da? Oh. Was ist denn das? Wie ist denn das eben passiert? Es ging alles so schnell. Gestern war die Öffnung noch nicht da. Ja. Nein, nein, anhalten! Die dürfen ja keinen Fall durchfahren! Halt sie an! Das könnte gefährlich werden! Hallo, na, wie geht's? Die Leute wissen wohl schon, wer hier gewinnen wird. Also gut, Jungs, der Letzte macht das Licht aus. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das an? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die Ereignisse bei dem heutigen Ghostbuster Grand Prix waren wirklich unwahrscheinlich. Lewis, hast du das eben gesehen? Bis zur Stunde. Was gesehen? Ungewiss, wie so etwas die Jungs, sie sind gerade verschwunden. Verschwunden? Aber auch sie sind ratlos. Oh, na sowas, das Wetter hat sich aber sehr schnell verändert. Ja, und die Umgebung auch. Egan, du hast doch die ganzen Karten in deinen Computer eingespeichert. Wo sind wir hier?
Korrektur, ich hatte die Karten in meinen Computer eingespeichert. Meine Herren, ich glaube, dass wir hier vor einem großen Problem stehen. Oh, du solltest aber nicht so schnell aufgeben, Egan. Außerdem bleibt dir noch der zweite Platz. Yeeha! Ich hoffe nicht. Louis, das Schicksal der Jungs hängt von uns ab. Ja, ich weiß. Aber du willst doch auch sicher nicht, dass ich dir dein Auto ruiniere, oder? Zurückholen kann, dann ist das eine von Egans Erfindungen. Oh, das hier sieht gut aus. Oh, was ist das denn? Keine Ahnung, sieht aus wie von der Orion. Und was macht man damit? Ach, was sage ich hier eigentlich, Louis? Wir beide können doch noch nicht mal unseren Videorekorder programmieren. Wie sollen wir dann damit klarkommen? Du hast recht und eine Rechenmaschine kann ich hier auch nirgendwo sehen. Aber wir können hier nicht einfach nur rumstehen. Wir müssen es versuchen. Da vorne sind ein paar Straßenschilder. Jetzt werden wir gleich ganz genau wissen, wo wir sind. Terrorstadt? Albtraumland? Heimat der tausend Grauen? Wo in aller Welt sind wir hier? Das kommt darauf an. Welche Welt meinst du denn, Peter? So eine Antwort hatte ich fast schon befürchtet. Wir sind verloren! Wir sind verloren! Wir sind nicht verloren, Slimer. Wir sind nur vom Weg abgekommen. Oh. Auch gut, Mann. Oh, Essenszeit. Hey, wo ist das auf einmal hergekommen? Na, das muss doch eben auch schon da gewesen sein. Oder etwa nicht? Vielleicht können uns die Leute da drinnen weiterhelfen. Schnell, Jungs, beeilt euch. Hä, was? Entschuldigt mich bitte, Leute. Kann uns irgendeiner von euch sagen, wie wir wieder nach Manhattan zurückkommen? Von hier aus werdet ihr da nie wieder hinkommen, du Naseweiß. Wo um Himmels Willen sind wir denn hier, Egan? In der Unterwelt. Durch diesen Tunnel? Ganz genau. Du meinst also, irgendjemand hat uns hierher geschafft und jetzt sind wir gefangen? Genau das meine ich. Lasst uns versuchen, hier zu verschwinden. Unglücklicherweise funktionieren meine Orientierungsgeräte nicht mehr. Wir werden auch so wieder rauskommen. Folgt mir unauffällig. Peter! Oh Mann, was war denn das nur? Peter! Hä? Bist du verletzt? Was ist denn passiert? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Du warst das Opfer einer optischen Täuschung. Wir befinden uns hier anscheinend in einer parabolischen Sphäre mit sehr dichtem Ektoplasma. Er meint also wie Fische in einem Aquarium. Sehr gut. Also endlich kann das Spiel beginnen. Hm.
Eins ist jedenfalls sicher, Jungs. Unser Benzin wird nicht ewig reichen. Irgendwelche guten Einfälle, Igel? Nein. Ich hasse es, wenn du das sagst. Wir müssen dringend einen Ausweg finden, sonst können wir das alles vergessen. Vielleicht funktioniert das. Ach, was ist denn das? Das ist irgend so ein Gerät für Geister, glaube ich. Ah, wirklich gut, Janine. Schon gut, schon gut. Wenn du dich für so klug hältst, dann versuch du, die Jungs zu retten. Mir kommt hier nichts bekannt vor. Oh. Das ist Ray. Wer immer auch wollte, dass wir hierher kommen, hat gewusst, dass wir... Das waren ja die Jungs. Wenn wir mit ihnen sprechen könnten, könnten wir sie auch retten. Ray! Ray, hier ist Louis. Kannst du mich hören? Over. Sie sind nicht mehr da. Warte mal. Wollen wir doch mal wissenschaftlich an die Sache rangehen. Sag mal, wie wär's mit einer Runde Schach? Ja, du hast recht. Irgendetwas hier erinnert mich an ein riesiges Spiel. Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, meine Herren. Vielleicht finden wir auf diese Art und Weise heraus, wer unser Gastgeber ist. Hatte ich noch nie viel Glück. Meine Herren, ich glaube, ich habe unseren Feind gefunden. Ein Geist der siebten Sorte, der sich das Phantom nennt und eine Vorliebe für Brettspiele hat, mit sehr hohem Einsatz. Anscheinend hat er noch nie zuvor verloren. Was hat denn das zu bedeuten? 10 Felder zurück? Das bedeutet sicher gut festhalten. Dieses Phantom ist nicht gerade zimperlich. Ich möchte nur gerne wissen, warum dieser Feigling sich nicht endlich mal zeigt. Peter, Peter, da ist ja das Phantom. Willkommen zu unserem Spiel, meine Herren. Ich habe euch, die Geisterjäger, ausgesucht, weil ihr so einen guten Ruf habt. Ich habe Schwierigkeiten, geeignete Gegner zu finden, aber bis jetzt muss ich sagen, dass ich Glück mit euch gehabt habe. Ach ja? Da wäre ich mir nicht so sicher, Freundchen. Au! Oh. 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 Seit wann gibt's denn Ecto zum Nachbauen? Was sagst du da? Es tut mir ja sehr leid für euch, Geisterjäger, aber es kann nun mal nur einen Gewinner geben. Wollt ihr denn unbedingt wissen, wer das ist? Wir brauchen dringend einen Plan. Na gut, schieß los, Igen. Jetzt setzt den Jungen doch nicht so unter Druck. Diesen Schildern nach zu urteilen, müssen wir eine bestimmte Punktzahl erreicht haben, bis wir zum Ziel gekommen sind. Und je mehr Punkte wir bekommen, desto wahrscheinlicher ist die Tatsache, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben. Ja, so kommen wir hier raus. Geht Vollgas voraus! Oh,
letzte Hoffnung, Louis. Ach, meine Finger sind schon ganz verkrampft. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Also hoffen wir das Beste. Ich werde dich beschützen. Peter, nein! Du hast ihn erwischt! Und wie er ihn erwischt hat. Seht mal, jetzt ist er so groß wie ein Haus. Vom Schreck sind ja deine Haare ganz weiß geworden, Peter. Ach was? Das ist doch vollkommen egal. Du musst nur weiter auf ihn schießen, dann wird er größer und größer. Und auf diese Art und Weise werden wir ihn dann endlich los. Eine exzellente Idee, Winston. Na, warte, du Ekelbus. Oh oh, jetzt ist Endstation, Jungs. Schießt weiter, los! Immer weiter! Ich wusste gar nicht, dass sich Choleriker so aufblasen können. Diese Runde haben wir wohl gewonnen, Leute. Los, hauen wir ab. Kompliment, Winston. Durch deine ganzen Rallyes hast du eine Menge gelernt. Das hast du toll gemacht, Winston. Jetzt haben wir über 300 Punkte. Meine Herren, mein Orientierungsgerät scheint wieder zu funktionieren. Wenn es irgendwo eine Öffnung geben sollte, dann werden wir sie unter Garantie finden. Soll das heißen, dass das funktioniert? Oh, das möchte ich doch allerdings hoffen, Louis. Wir haben Glück. Ich habe eine Öffnung gefunden. Süd-südöstliche Richtung. Sehr gut. Sehr gut. Ja, toll, Igel. Jetzt kommt die dritte Stufe. Keine Sorge, das werden wir auch schaffen. Halte diese Richtung ein, Winston. Irgendwann werden wir zu der Öffnung kommen. Das ist unmöglich! Niemand hat es bis jetzt zur dritten Stufe geschafft! Niemand! Siehst du denn irgendwas? Nein, noch nicht. Ich hoffe nur, dass die Jungs es schaffen, bevor das Monster da rauskommt. Die Gegend hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Seht doch mal, das ist der Tunnel, durch den wir gekommen sind. Ich wusste es doch, wir werden gewinnen. Nein, das werdet ihr nicht. Ich gewinne nämlich immer. Aber sieh doch nur mal, was da hinter ihm kommt. Oh Mann, der Kerl ist aber wirklich ein schlechter Verlierer. Los, Janine, jetzt! Oh ja, wir haben es geschafft, Louis. Was ist denn? Na, ist alles in Ordnung? Es ist so schön, euch endlich wiederzusehen. Dankeschön!
ich danke euch. Die Leute lieben mich, das ist ja auch kein Wunder. Das macht ihr sehr gut, Jungs. Wir sind schon fast da. Los, los, wenn wir uns beeilen, kriegen wir noch die Anzahlung für die Uniformen zurück. Und ich bin besonders stolz, den diesjährigen Pokal abzugeben an Slimer und seine Geisterjäger-Kollegen. Ach, danke schön, Herr Bürgermeister, aber das reicht jetzt. Wissen Sie eigentlich, dass es noch zwei weitere Gewinner in unserem erfolgreichen Team gibt? Und ohne die beiden wären wir jetzt auch nicht hier. Janine Melnitz und Louis Tully. Na, kommt her, ihr beiden. Also gut, Leute, dann lasst euch mal als Gewinner feiern.